Hallo liebe MOBA-Freunde. Heute gibt es einen Film aus der Rubrik Fremo-Treffen. Letztes Wochenende war ich in dem schönen Ortchen Badewig bei Lüneburg und habe bei dem Fremo-Treffen mit dem Thema Bahnverkehr um 1965 mitgemacht und in diesem Teil 1 möchte ich euch gerne so ein paar Zugszenen von neben der Strecke zeigen. Hier sehen wir jetzt gerade den allberüchtigten Fischzug, der früher von Hamburg und Bremerhaven gestartet ist und die begehrte Fracht in ganz Deutschland verteilt hat. Ja, während wir jetzt den Fischzug noch ein wenig begleiten, möchte ich euch schon auf die anderen Teile hinweisen, die noch erscheinen werden oder schon erschienen sind. Denn Henrik und auch ich, wir waren beide mit unseren Führerstandskameras unterwegs und haben das ganze Engagement aus der Lokführerperspektive gefilmt. Ich hoffe, auch dieses wird euch wieder gefallen. Neben dem Güterverkehr waren natürlich auch die damaligen Eilhecken und Bummelzüge auf dem Arrangement unterwegs. Ja, bei den Güterzügen wurde natürlich auch unterschieden wieder zwischen NG, Nahgüterzüge, und DG, Durchgangsgüterzüge. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel gerade einen NG, der auf dem Weg zum Schattenbahnhof Emden ist. Nun kommt uns Henrik sein Kamerazug entgegen. Hier könnt ihr auch sehen, welche Kamera er zum Beispiel verwendet. Es ist eine Sony. Für alle, die es schon mal wissen wollten, wir fahren ganz normal mit fahrplanmäßigen Zügen, wo wir unsere Kameras vorhängen, über das Arrangement. Es gibt natürlich auch separate Aufnahmen, die dann halt im Industriegebiet entstehen. Ja, ein kleines Highlight. So fuhren früher die Züge zwischen Lübeck und Hamburg. Auch diesen Zug wollen wir noch ein wenig verfolgen. Hier sehen wir den Bahnhof Greventin, in dem noch eifrig rangiert wird.
An dieser Verfolgung des Zuges könnt ihr erkennen, dass so ein Zug sehr schön viel Strecke zurücklegen darf. Und ich konnte ihn nicht überall filmen. Also könnt ihr euch vorstellen, es ist nur ein kleiner Auszug aus dem Arrangement. Ja, hier sehen wir eine Betriebsstätte einer typischen WLE-Bruchsteinverladung. Und das spiegelt auch wieder, überall neben der Strecke gab es Betriebsstellen, wo eifrig rangiert wurde und viel Betrieb gemacht wurde. Das Schöne zum Beispiel an dieser Betriebsstelle ist, wir sehen jetzt, wie die Wagen unter die Schütten rangiert werden und dort wird wirklich dann Bruchstein über die Schütten verladen und noch detailgetreuer am Original kann man so eine Szene schon gar nicht mehr nachspielen, aber das macht richtig Spaß. So, hier hören wir jetzt mal den Originalton des Films und auch diese Uhr, ja, die sind doch jetzt gerade mal mit Sound in der Kamera vorbeifuhr. Aber ihr merkt im Hintergrund, es ist doch sehr laut in der Halle und deswegen habe ich den Sound so gut wie überall ausgeblendet. Ja, und auch das gibt es natürlich. Es entgleisen doch schon mal die Waggons hier und da, weil Dreck in die Herzen, Weichenherzen gekommen ist. Aber wir müssen immer bedenken, es ist Spielzeug. Auch im Thema, es ist trotzdem immer Spielzeug. Und das passiert halt überall mal. Ja, 10. Hier sehen wir jetzt gerade in dem schönen Bahnhof Kronberg einen Triebwagen der OAE vorbeifahren oder durchfahren. Dieses Modell ist ein kompletter Selbstbau und sowas belebt natürlich den Betrieb und den Spielspaß. Und das ist das Schöne, dass man sowas im Fremo sehr oft antreffen kann. Was ich gerne nochmal erwähnen möchte, man sieht es ja jetzt gerade hier am Bild. Wir sehen den Triebwagen, wie er an den Bahnsteig rangefahren ist, dort wartet und das ist halt dem Fahrplan geschuldet, nachdem dieses ganze Arrangement und der Betrieb abläuft. So wie es halt im Original auch ist und ja, es macht wirklich Spaß, sich an sowas zu halten, statt einfach nur eine Runde zu fahren. Und ich kann es jedem empfehlen, sich einmal anzuschauen oder beziehungsweise auch mal mitzuspielen. Auch hier sehen wir jetzt gerade die 81, die sich in Bewegung setzt. Und es ist doch unheimlich ein schönes Bild,
wie gemütlich sich dieser kleine Güterzug jetzt in Bewegung setzt, statt wie es leider auf vielen Anlagen oder auch auf Videos zu sehen ist, die Züge einfach losrasen. Hier jetzt nochmal ein Zug der BLE. Der Wagen aus der Betriebsstelle, die wir eben im Film sehen konnten, abgeholt hat, hier jetzt mittlerweile zum zweiten Mal Kopf machen musste, um zu seiner Entladestelle zu kommen. Der Zug macht insgesamt viermal Kopf und das ist natürlich auch wieder ein kleiner Spielspaß, wo die Zugpersonale so noch eine extra Aufgabe haben, als nur den Zug von A nach B zu fahren. Aber sowas kann man natürlich, wie gesagt, nur mit einem Fahrplan machen. Nachdem der Zug jetzt hier das vierte Mal Kopf gemacht hat und das letzte Mal an uns vorbeifahren wird, möchte ich mich schon mal für euer Zuschauen bedanken. Ich hoffe, es hat viel Spaß gemacht. Wenn es euch Spaß gemacht hat, hinterlasst doch bitte einen Daumen hoch. Wer noch nicht abonniert hat, ich würde mich auch sehr über ein Abo freuen. Und des Weiteren möchte ich euch noch auf die weiteren Teile hinweisen, die in den nächsten Tagen erscheinen werden. Auch von Henrik wird dann garantiert der ein oder andere Teil noch auf meinem Kanal wieder erscheinen. Bis dahin, tschüss!